Tennis ist ihre Leidenschaft. Jeder von ihnen will irgendwann den großen Sprung zu den Profis schaffen. Aber jetzt sind die Youngsters erstmal heiß auf ein Turnier vor der eigenen Haustüre. Und wo geht das besser als beim Bet1 Kids Cup des LTTC Rot-Weiß Berlin? Also ich finde es schön, dann andere Menschen, also Leute vielleicht noch zu sehen und kennenzulernen und viel Spaß einfach zu haben. Auf der Anlage des Traditionsclubs schlagen über 80 Tennistalente der Altersklassen U8 sowie U10 auf. Und selbst die Allerjüngsten haben schon ganz klare Vorstellungen vom Turnier. Hier Tennis zu spielen und mein Ziel ist es zu gewinnen. Gespielt wird in Vierergruppen und die jeweils Gruppenersten, manchmal auch Gruppenzweiten, kämpfen in der K.O.-Phase um den Titel. Eine weitere Besonderheit ist der Spielmodus. Denn bei den Youngsters gibt es in der Vorrunde nur einen Kurzsatz bis 4 und in den Endspielen wiederum gelten 2 Kurzsätze bis 4, die No-Ad-Regel und der dritte Satz wird als Match-Tiebreak gespielt. Ich finde es sehr toll, dass ich da mitspielen kann, obwohl ich erst vor 3 Tagen 9 geworden bin. Aber und dass alle mich auch so ein bisschen verschätzen und dann denken, boah, ist sie krass, die spielt ja schon sehr gut. Neben den Matches toben sich die Kids auf dem Spielplatz aus oder schauen den Profis zu. Denn hier bekommen die Nachwuchssportler Tennis vom Allerfeinsten geboten. Unter anderem schlägt Santa Strombach auf, die sich in dieser Saison mit ihrer Mannschaft in der 2. Bundesliga Nord behaupten möchte. Wo ich sehe die ganzen Kiddies dann mich supporten und klatschen und dann auch noch Come on sagen oder sowas. Also ich finde es echt toll. Von ITF Junior Turnieren und der Bundesliga träumt auch Elinia Terani vom LTTC Rot-Weiß Berlin, die gerne selbst in die Fußstapfen von Strombach treten möchte. Ich sehe, wie die das spielen und dann sehe ich mir so, wow, also die müssen ja jeden Tag, jede Woche trainieren, weil die sind halt sehr gut. Elinia ist dabei schon auf einem guten Weg. Sie besiegt ihre Gegnerin mit jeweils 4:1. Für diese großartige Leistung gibt es von ihren Eltern und Großeltern eine dicke Umarmung. Und auch Hugo Rau vom Tennisclub STC will dieses Turnier als Sprungbrett nutzen. Der Berliner, der seit 5 Jahren fast täglich auf dem Center Court steht, entscheidet jedes Match der Vorrunde klar für sich. Doch dass es nicht immer ums Gewinnen geht, sondern vielmehr um die Erfahrung und die Freude am Spielen, verdeutlicht sein Match gegen Tim Kühn vom LTTC Rot-Weiß Berlin. Es fühlte sich nicht so wirklich wie ein Match an, weil es mein Freund ist halt. Nach dem 1:1 habe ich mich dann richtig konzentriert, damit ich das Match noch gewinne. Dass Tennis ihre Leidenschaft und ein Turnier vor der eigenen Haustüre von Vorteil ist, haben die Youngsters definitiv gezeigt. Fest steht auch, dass diese Tennistalente in ein paar Jahren den großen Sprung zu den Profis schaffen und sich sicherlich gern an ihre Anfänge beim Bet1 Kids Cup des LTTC Rot-Weiß Berlin zurückerinnern werden.